Boah, ist das kacke. Das ist richtig kacke. Geh mir auf den Sack hier. 1580 Millionen Euro ausgegeben. So wie du schon wieder rumschreist, hast du schon wieder auf Aufnahme gedrückt. Ja, natürlich habe ich auf Aufnahme gedrückt. Aller guten Dinge sind drei. Boah. Kropfzeug. Also wenn wir jetzt gelangweilt rüberkommen, dann liegt das daran, weil wir gerade gelabert haben, bis zum Umfallen, alle Themen abgehakt, wunderbar. Wir waren schon kurz vorm Schluss. Und dann gucke ich so auf mein MacBook und der sagt mir so, zu langsam beim Schreiben. Und der hat bei 3 Minuten aufgehört aufzunehmen. Und keiner hat es gemerkt. Natürlich. Ganz großartig. Toll, ne? Ja. Aber du sitzt im Blickrichtung. Wenn da ja, aber ich seh doch bis dahin, sehe ich doch nicht. Wenn es da aufgeht, dann sag nächstes Mal Bescheid. Ich hab das Fenster nicht mal gesehen, als du das gerade gesagt hast, dass da was steht. Ja, scheiß drauf. Also nochmal. Ja, Kopfzeug, Folge 16. So, die geht jetzt 10 Minuten, die Folge. Ich hab keinen Bock mehr. Immer wieder sonntags. demnächst kommst du in eine Aufnahmeknopf drück, Schulung. Nein, da konntest du ja jetzt nichts für. Da muss ich dir ja. Muss ich jetzt mal sagen, ich drücke gleich mal deinen Knopf hier. Mann, ey! Wir hatten so eine schöne Folge, die war so lustig und diese spontanen Wortwitze und das ist alles für einen. Meinst du, wir kriegen dann. Nee, das ist vergessen. Nee, die wird jetzt einfach noch besser, noch geiler, noch. Deinen Optimismus möchte ich haben. Immer positiv denken. Aber das ist jetzt voll unfair. Warum? Weil du jetzt die Themen kennst. Ich sag ja, 10 Minuten sind wir durch damit. Scheiße. Aber wir können ja in einer anderen Reihenfolge machen. ich darf nicht mehr so viel über die Bundesregierung schimpfen. Ja, oder die Bundesnetzagentur. Später. Na, noch doch noch auf. Wir sind doch noch nicht bei 3 Minuten. Also, ja, abwarten. Ja. Ja, ich habe einen Popschutz. Ja, stimmt. Ja, hatten wir vorhin schon abgehakt. Hatten wir vorhin schon, ja. Das verfrühte Weihnachtsgeschenk vom lieben Dice. Und bla, 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 man kennt's. Ja, du. Was, hast du was im Zahn oder was? Ja, hab ich. Hast du einen Schlaganfall? Nee, ich hab was im Zahn. Bah, Alter. Ich möchte mir das gerade nicht. Jetzt muss ich wieder ein Disclaimer schreiben für YouTube. Vorsicht für Leute mit Kopfhörer. Das hast du noch nie getan. Ja, aber ich wurde drum gebeten. Von wem? Vom Dotto? Nee, vom P. Weil Headset leiser machen. Soll ich nicht so anstellen wie eine. Ja, ist egal. So, ja, Folge 16. Ja. Ne, wir sind mal wieder hier. Es ist, also. Es ist noch hell, weil es ist früh. Ja, mittlerweile nicht mehr ganz so früh. Ja, egal. Ich weiß gleich schon wieder, obwohl meine Frau ist ja nicht da, sonst wird kommen. Warum habt ihr denn so lange gebraucht? Ja, wenn ich es etwas wohl ein bisschen länger brauchst. Wo bist du angepisst? Ist das schön? Ich habe mal im Zahn. ja, also nee, heute, also wenn die Folge rauskommt, ist ja der erste Advent. Ne? Ja, stimmt. Ne? Nee. Advent, die Bude brennt. Ist ja zweiter Advent. Ist das schon der zweite? Nee, der ja, erste doch. Mal. In 2 Wochen ist Weihnachten. Echt? Ja. Scheiße, ich muss so Geschenke kaufen. Das kommt immer so plötzlich. Boah, du und Mathe, ne? Hey. Ja, kommen wir mal zum ersten Thema. Nee, du kannst mir jetzt einfach mal ganz unverhofft erzählen, warum der Herr Professor Dr. Kellogg's die Cornflakes erfunden hat. Ich habe das nämlich immer noch nicht gegoogelt. Das war, ich weiß gar nicht, wo ich das. Entschuldigung, jetzt hast du mich erwischt. Ja. Beste Freunde. Also, auf jeden Fall, ja, warum der Herr Dr. Kellogg die Cornflakes erfunden hat. Ich sag mal, es gibt unterschiedliche Erklärungen. Ja. Zum einen, wenn man auf die deutsche Wikipedia-Seite kommt, sieht man einfach nur, dass er, der gute Dr. Keller war ja damals Leiter eines Sanatoriums. Okay. Und er hat einfach nur nach einem relativ kostengünstigen und doch nahrhaften Grundnahrungsmittel gesucht. Okay. Wenn man auf die englische Wikipedia-Seite guckt, steht da, was ich persönlich einfach aus persönlichen Vorlieben eher glauben würde, dass er auf der Suche nach einem Nahrungsmittel war, was so simpel ist, dass es Masturbation heilt. Also, Kelloggs wurden auch damals vermarktet mit diesem Vorsatz, die sind gut gegen Aua. Autsch. Das hörte sich an, das wird halt wehtun. Geht also, so. Wie gesagt, Kelloggs sind auch damals wirklich vermarktet worden oder präsentiert worden, helfen gegen Masturbation. Schön. Ja, ich weiß, warum ich die nicht esse. Guck mal, war das dritte Thema. Ich meine, das tut mit Sicherheit auch weh, mit so einer Handvoll Kelloggs, alles auch egal ist.
ich muss da gerade an so eine Szene aus Scrubs denken, mit der Hausmeister. Deswegen ja beim Apfelkuchen aus American Pie. Szene aus Scrubs hier von wegen Mandelentzündung der Hausmeister. Was so, ich damals ja. als Kind als Mandel gegessen habe, als ich Mandelentzündung hatte oder als ich Mandel rausgekriegt habe, heißen Kaffee und Müsli-Riegel. Heiß richtig. Und kratzig. Genau. So muss das. Mandeln ja. raus war gar nicht cool. Ja. Ach, nee. Bitte. Herr bisschen, Dice. Bisschen haben wir die Kurve gekriegt. Ja, präsentieren gut. Sie das erste Thema. Hatte ich ja gerade. Kellogg's und Masturbation. Präsentieren Sie das zweite Thema. Das zweite Thema. So, halte ich fest. Ganz spontan. Was habe ich denn gesagt? Ach so. Containern. Ja, Container das ist doch, wenn du alles einlagerst, oder? Oh, scheiße, ich kann da nicht. Du kannst. Man muss dazu sagen, wir können jetzt so das Ganze als Anekdote rausholen, als ich den Begriff gerade bei der ersten Aufnahme, apropos. Damals. Guck doch mal. Ob ja, wir noch, sind bei 6 Minuten. Ja, er nimmt noch auf, gut. Ja. Bei der ersten Aufnahme war Timo ein bisschen geistig, subfontanell, schwach möbliert und meinte, jo, wenn du alles einlagerst, ne? Nein. Es geht natürlich um das Containern an sich, dass viele Leute, die sich halt auf die Fahne geschrieben haben, so ein bisschen was zu tun gegen Lebensmittelverschwendung und wir verschwenden einen Haufen Lebensmittel, dass sie dann hinter Supermärkten oder Kaufhäusern dann halt durch die Container stratzen und sich dann noch genießbare, essbare Lebensmittel raussortieren und dafür verklagt werden. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Genau, ich sagte daraufhin. Zitat. Was habe ich denn gesagt? Ach so, nee. Keine Ahnung, ich habe dir nicht zugehört. Nee, ich habe ja dann gesagt, dass es laut deutschem Recht ja so ist, dass auch selbst wenn ich jetzt irgendwas hier nehme und bei mir eine Mülltonne schmeiße, ist das immer noch meins. Richtig. Deswegen ist das Diebstahl. Ja. So. Ist auch nachvollziehbar, weil ich habe dann gesagt, dass ich mir wahrscheinlich keine. Lass uns nicht so weitermachen. Wir müssen aber so weitermachen. Dass ich mir wahrscheinlich keine Freunde damit mache, aber ich damit konform gehe, dass es Diebstahl ist. Ich finde es nicht gut, dass die Leute verknackt werden. Ich finde Containern super. Ja, das ist es. Aber das Problem einfach die Verantwortlichkeit ist, dass es ja nicht nur mein Besitz ist, sondern ich auch dafür verantwortlich bin. Genau. Und was habe ich denn noch gesagt? Ja, dass da halt da eine Grenze gezogen werden muss, weil wenn ich jetzt sage, okay, alles, was ich ja offensichtlich nicht mehr haben möchte, weil ich es wegschmeiße, dass es dann halt auch nicht mehr mein Besitz ist. Genau, und das geht ja halt nicht, weil irgendwas muss ja, alles gehört ja irgendwie irgendwem. Genau. So, gibt ja nichts, was keinem gehört. Richtig. Außer Luft, Sonnenenergie. Ja, sorry. Also ja, ich glaube, ich meine jetzt an materiellen Gegenständen. Ja. So. Also ich glaube, ich bin ganz, ganz, ganz stark davon überzeugt, dass irgendwo Unterlagen liegen, Geld für Atemluft zu nehmen. Wobei man, wenn ja, gut, man verschiedene, ne, da können wir jetzt wieder ausschweifen und ne, ja. Nestle nimmt auch Geld für Wasser. Ja, richtig. Das ist nicht wenig. Das ist richtig. Jetzt hören wir damit auf, sonst schrei ich gleich rum. ja. Wir sind ja im Prinzip dazu gekommen, dass es schön wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, eben irgendwie ein Gesetz oder irgendwas zu erlassen, dass eben Containern in einer Form, die vertretbar ist, legal zu machen. Richtig. Und da habe ich ja dann zugesagt, dass es unglaublich schwierig sein wird. Ich meine, gerade wer deutsche Gesetzestexte kennt, weiß, dass die eigentlich versuchen, sprachlich alles abzudecken und ja keine Schlupflöcher zu lassen. Und ja. Dass man, selbst wenn man das nur auf Lebensmittel bezieht oder auf diese Tätigkeit des Containern an sich, dass es fast unmöglich ist, da so einen vernünftigen Gesetzestext auf die Kette zu kriegen. Beziehungsweise, wo du dann noch gesagt hast, dass es ja vielleicht auch eine Möglichkeit gäbe, dass die Ketten dann wirklich so Container aufstellen, genau, nur ja. dafür, wo ich gesagt habe, dass sie das wahrscheinlich auch nicht machen werden, weil du dann davon ausgehen kannst, dass die Leute dann das A, was natürlich gut wäre, mehr Leute containern, aber dass auch gleichzeitig dieses Kontingent an Lebensmitteln, was nicht verkauft wird, einfach in die Höhe geht. Jetzt ist das aber gut, weil jetzt habe ich noch ein Argument. Noch ein Argument. Noch ein Argument mehr. Wir hatten uns übrigens vorhin auch darauf geeinigt, dass der Duden einfach nur Richtlinien sind. Ne? Richtig, ja. Genau. Wenn man jetzt, ich spinne das jetzt einfach mal weiter. Spinn mal. Ja, so.
man stellt so einen Container auf. Ja. Weniger Leute kaufen Produkte ein im Supermarkt, weil mehr Leute dann sagen, okay, ich mache das. Somit könnte man auch weniger produzieren. Und dann wird sich das alles wieder die Waage halten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Tim. Was? Ich glaube nicht, Tim. Natürlich würden die dann wahrscheinlich irgendwann, wenn die Verkaufszahlen zurückgehen, würden die weniger produzieren, damit sie weniger wegschmeißen. Beziehungsweise die Leute dann aber auch weniger beim Containern hätten. Ja. Dementsprechend wäre das ein Kreislauf. Natürlich wäre das ein Kreislauf, klar. Beziehungsweise aber man würde dann die Lebensmittelverschwendung minimieren. Man würde quasi die Katze am Sack packen, am Schwanz. Die Katze im Sack am Schwanz. Achso, okay. Ja. Check ich. Weil ja, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Würde ich dir vielleicht sogar noch recht geben. Aber ist trotzdem kein Argument gegenüber der Tatsache, was ich dann gesagt habe, warum die das nicht machen werden. Ja, einfach schon klar. Aufgrund der Tatsache, weil die einfach die Umsatzeinbußen nicht in Kauf nehmen wollen. Ja. Ne? Würde halt automatisch bedeuten, dass alles teurer wird. Ja. Beziehungsweise nicht nur alles teurer wird, sondern auch einfach, die sagen, ja, wir machen das nicht, weil sonst verkaufen wir nichts. Ja, ja, gut. Ja, aber das wäre im Prinzip eine Möglichkeit zu sagen, man würde die Lebensmittelverschwendung minimieren, indem man nicht so viel produziert. Dann kann man auch nicht so viel wegschmeißen. Ich bin ja immer noch der Meinung, Kannibalismus. Kannibalismus löst den Welthunger, löst die Überpopulation. Lassen wir das Thema. Das ist mal nicht wieder unbeliebt. Ich bin nicht krank. Verdammt, wir waren echt schnell durch mit dem Thema jetzt. Okay, ne, 11 Minuten. 12 sogar. So. Ne, aber was ich ja noch gesagt habe, dass. Was wir auch noch hatten, weil ich mir. Du überlegst schon wieder. Ja, erzähl bitte. Wo ich sagte, Kaufland. Genau. Der Kollege aus Gevelsberg, der nicht mehr in Gevelsberg wohnt, wo nämlich der Kaufland in Gevelsberg. Wir müssen auch alles abdecken. Ja, Gevelsberg. Nein, mit diesen stark reduzierten Artikeln, genau, kurz vorm Ablaufdatum stehen. Genau, wo ich ja noch gesagt habe, dass ich weiß, dass sie definitiv nur, solange wie die sich im MHD befinden, nur verkauft werden dürfen. Ja gut, ne? Aber das ist halt was, wo ich heißt sage, ja auch dass... immer mindesthaltbar bist und nicht sicher tödlich ab. Ja, den hatte ich auch noch gebracht. Ja, genau. Mein Gott. Mando, wir sind auch heute wieder. Dann bringst du mal Leistung und dann kriegt halt keiner mit. Ja. Aber zumindest weiß ich jetzt schon mal einen Einstieg für den Klappentext für diese Folge. Aller guten Dinge sind drei. Ja. Ja, und wir sind nur zu zweit. Richtig. Ja. Wir sind halt besser, haben wir gedacht. Aber die Aufnahme läuft noch. Ja, ich gucke auch schon immer mal wieder hin. Nee, aber ich, genau, was ich ja auch noch erwähnt hatte, dass ich von einigen, meine Dampfe sifft aus, dass ich von einigen Gesetzeshütern im Freundesverwandten, Bekanntenkreis weiß, die dann auch schon mal zu Containern gerufen werden. Ach so, ja, genau. Ja. Und dann einfach nur gucken, dass da keine Riesensauerei entsteht und dann ansonsten beide Augen zudrücken mit einem Du-Du-Du und wieder fahren. Ja. Ja. Und daraufhin sagte ich ja, Polizist sei das auch nur ein Beruf. Ja, richtig. Auch nur Menschen, genau wie Lehrer. Dann habe ich, glaube ich, jetzt alles. Dann wollte ich gerade sagen, ich glaube, dann haben wir jetzt wieder alles abgedeckt, was wir vorhin aufgenommen hatten. Dann habe ich mich aber noch kurz zu Lehrern geäußert und dann, ja, es gibt auch nette Lehrer. Stimmt. Ja. Liebe Grüße. Grüße gehen raus. Ja. Genau. An alle, die sich angesprochen fühlen. Und wir wissen immer noch nicht, ob wir Polizisten haben, die unseren Podcast hören. Richtig, richtig. Falls doch, bitte nehmt uns nicht fest. Ja, ich glaube, wenn es irgendwas gäbe, was man uns vorwerfen könnte, dann wäre das schon geschehen. Es gibt eine Menge Sachen, die man uns vorwerfen kann. Was denn? Dass wir ehrlich sind? Schlechten Content. Ja, wow, ist aber keine Straftat. Ja, noch nicht. Wird es auch niemals werden, in Deutschland zumindest, weil dafür haben wir einfach zu schlechtes Internet. Überleitung Deluxe. Das tat, glaube ich, richtig weh. Ja, ich glaube aber auch. Hast du denn alle? Bin gut drauf. Ja, nein, aber ich habe einen Peak-Limiter hier. Siehst du das Rote? Dann bleibt hier die ganze Zeit durchgehend rot blinkt. Die LED ist durchgebrannt. Also. ja, Überleitung des Todes. Also Respekt. Genau, mein zweites Thema.
War ein Statement der Bundesnetzagentur von vor 1, 2, 3 Wochen, glaube ich. Weißt du, was scheiße ist? Wenn ich hier über eine Stunde drin sitze, wird er warm und eklig hier drin. Ja. Ich habe gerade richtig gefurzt. Das ist oh, komm schon. bitte nein. Nächste Aufnahme geht um Wunderbäume und Atemluft. Ich bin süchtig nach Sauerstoff. Wenn ich. Ja. Ich kann ohne Sauerstoff nie leben. Ja, wollte gerade sagen. Ohne das kann ich nie mehr leben. Hast du schon mal Leute auf Sauerstoffentzug gesehen? Ja, die werden komisch blau. Die Entzugserscheinungen, die sind hässlich. Genau, Bundesnetzagentur. Ja, ein Internetanschluss in Deutschland gilt als funktional ab einer Bandbreite von 56 Kilobit. Bit. 56 Skat-Modem. Genau. Wer es noch kennt. Wer es noch kennt, ne? An die Leute, die sich erinnern, 56K war das kleine krabbelnde Ding, was so komisch gequietscht hast, wenn du dich eingewählt hast. Genau. Keiner durfte telefonieren, weil du sonst einen Download abgebrochen hast, der schon seit 10 Tagen läuft. Richtig. Und Mutti hat sich aufgeregt, weil das Ganze einfach 7 Millionen Mark kostet. Alter. Genau. Ja. So ist es gewesen. Und da ist einfach, was haben wir denn da nochmal gesagt? Ne? Das ist einfach eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, genau, ja, weil ich habe dann festgestellt, dass ja selbst wenn du im E-Netz, was nicht toll ist, mit gedrosseltem Internet unterwegs bist, bist du schneller als 56K. Ja. Und da dann einfach zu definieren, 56K als funktional zu bezeichnen, ist eine Frechheit. Ja, so. ist auch einfach absolut realitätsfremd. Ja. Ne? Ich meine, rein technisch gesehen haben sie recht, aber... Ja, ne? Dann fließen Daten durch, also so... Genau. Eine Datei. Oder eine Date. Ein Bit. 56 Bit quasi. Kilobit sogar. Mein Gott, ja. Das ist ja doch immer mehr. Nee. Hört sich nur viel an, ist es aber nicht. Richtig. Schon mal versucht, mit 56K Pornos zu gucken? Na, hast du schon gefragt? Nein. Ach ja. Nimmt der noch auf? Ja, der nimmt noch auf. Wieso habe ich das Gefühl, wir sind jetzt bei 10 Minuten? Weil wir bei 17 Minuten sind. Das ist heftig. Ich habe gesagt, länger als 20 Minuten geht die Folge nicht. So, auf Wiedersehen. Tschö. Das ist echt, also für alle Leute, die irgendwie Podcast-Aufnahmen, Soundaufnahmen machen, achtet darauf, dass eure Aufnahme weiterläuft. Das ist echt demotivierend. Ja. Vor allem bist du irgendwie schneller mit den Themen durch, wenn ihr da spontan nichts mehr zuzusagen habt. Ich glaube, ich kaufe mir hier einen Beamer und hau da an eine Wand und dann sehe ich das immer. Sobald er dann da sagt, irgendwas ist hier falsch, mache ich Pause und nehme weiter auf. Ah, verdammt. Dein Popschutz ist abtrünnig. Abtrünnig. Schaffst du? Fluchtschutz. Flucht. Der mag dich. Muss man eben hier. Was jetzt? Pack die Schraube auch nicht mehr? Ich hab dem Timo ja versprochen, er kriegt zu Weihnachten Popschutz. Hab jetzt natürlich 2 von den Dingern gekauft. Habe jetzt natürlich keine Unsummen ausgegeben. Ja, das ist aber wie mit allem. Du kannst 3,50 Mark ausgeben und du kannst 3.500 Euro ausgeben. Im Prinzip ist alles das Gleiche, außer an Qualität. So, ich muss jetzt leider für den Rest der Folge hier sitzen wie ein Affe auf dem Schleifstein, weil das Gewinn erhält er mich auch nicht mehr. Tust du auf dem Stuhl sowieso? Nee. Das sieht sehr lustig aus. Ja, rede mal lieber weiter, während ich hier bastel. Ich soll weiterreden? Komm, ich mach mal hier... Ich mach da mal ein Foto von. Das ist nein! Lustig. Doch! Mach da jetzt ein Foto von. Kannst mir einen Arsch trinken. Ja, mach ich gleich. Was gewinnen die, den Arsch? Ja, ich klebe das auch so, ein. So, das reicht jetzt. So, jetzt nicht mehr atmen. Nicht mehr. guck mal, so kann man auch Zeit schinden, ne? Ja, du darfst wieder atmen. Ist ja gut. Das muss ich hier gleich noch lebensrettende Sofortmaßnahmen machen. Wie mit dem Fachjargon. Lebensrettende Sofortmaßnahmen. Ja. Aber mit dem Stockpieksen. Ja, hallo, dein? Nein, aber wir waren noch nicht durch mit der Wiederholung des Themas der Bundesnetzagentur. Ja, weil das ist ja, wenn man sich so umguckt, internationales Ranking oder auch einfach in die Nachbarländer hier guckt, es geht. Ja, natürlich. Ja? Also das hatte ich ja gesagt, so gerade wenn man so in den Norden guckt oder so, wenn die Leute dann auch beim Mobilfunk
eine Netzabdeckung haben, die wunderbar ist, eine Geschwindigkeit haben, die wunderbar ist und dafür dann 25 Euro bezahlen, Flatrate ohne Datendrosselung oder sonst irgendwas, dann ist das im Vergleich gerade hier zu Deutschland, die noch, ich glaube, von der Gesamtbandbreite hinter Iran, Irak und Pakistan stehen, ja, als Industrienation beschämend. Richtig. Und das heißt, Netz hat immer Löcher, ne? Deswegen heißt das ja Funknetz und nicht Funkdecke. Genau. Ah. Und dritten Mal wird ja auch nicht lustiger. Nee. Ja, mittlerweile schon ein Bart. Ach, No Shave November ist vorbei. Ich habe mich sehr gefreut, als ich mich wieder rasieren durfte. Trotzdem sehe ich schon wieder aus wie ein Holzfäller. Ja. Ach, nee. Okay, wir brauchen jetzt noch ungefähr 5 Themen. Wir bräuchten mal ein neues Thema. Nicht oder gib mir doch mal eine Klampfe und wir machen hier mal ein... Ja, auf gar keinen Fall. Wir haben das einmal, du weißt ganz genau, was daraus wird, wenn wir hier anfangen, Musik zu machen. Ja, aber wir haben ja jetzt nicht mitten in der Nacht und wir sind ja nicht... Der Hund deiner Nachbarn rennt immer noch von mir weg. Wer denn weg? Der Hund deiner Nachbarn. Ja, gut. Und jetzt? Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass Hunde mich mögen. Ich mag Hunde. Ja, ich auch. Ja. Was möchtest du jetzt von mir? Ich weiß es doch auch nicht. Das ist doch voll scheiße, dass man alles nochmal wiederholen muss hier. Ich mag es nicht, mich zu wiederholen. Nee, das ist richtig. Läuft die Aufnahme noch? Ja, aber wir sind erst bei 21 Minuten. Also, sagen wir mal, grob eine halbe Stunde. Ja. Aber ich finde, wir müssen uns jetzt einfach mal zusammenreißen und das Thema jetzt einfach noch mal vernünftig aufarbeiten. Wir haben doch gerade, wir waren noch locker über 40 Minuten. Ich habe keine Ahnung. Ja, was haben wir denn noch? Bundesnetzagentur war, ne? So, Internetanschluss, das ist beschämend. Das Fazit hatten wir für uns getroffen, aber das wissen die anderen ja alle nicht. Nee, das ist beschämend zu sagen, 56k ist ausreichend. Ja. Weil du kannst mit 56k einfach gar nichts. Ne? Siehe Kollege Kevin, der es beruflich braucht, wenn der 56k hätte. Ja. Das ist, ne? Also wenn ich eine PDF mit 56k runterlade, dann brauche ich dafür eine Stunde. Das ist richtig, wenn du Glück hast, wenn du ja keine PDF ist. Ja, mit einer Seite. Ja. Ne? Weil wie groß ist eine Bilddatei heutzutage? Die Datenmengen werden alle nicht kleiner. Eben. Ne? Festplatten werden größer, die Systeme werden größer und auf eine Festplatte, die du vor 20 Jahren gebraucht hast, kriegst du heute nicht mal ein Betriebssystem. Du hast mittlerweile mehr Arbeitsspeicher, als die Festplatten damals groß waren. Das ist richtig. So. Ja. Ne? Also, das ist halt irgendwie, ich komme da halt einfach nicht, komm da nicht drauf klar, dass ja, man so eine Aussage trifft. Ja, aber das ist ja, da steht einfach Lobbyarbeit hinter, ne? Ja, aber wir modernisieren doch alles. Auch für den Verbraucher wird es teurer. Doch. Eben nicht. Was modernisieren wir denn? Jetzt mal ganz ehrlich. Guck dir, ich sag mal, bleiben wir beim Thema Infrastruktur. Ja. Was modernisieren wir denn? Autos. Weil wir es müssen. Ja. Weil die Lobby sagt, beziehungsweise die Politik sagt, die sind zu schmutzig. Also sagt die Lobby, okay, wir rüsten um und ihr müsst dafür blechen, liebe Kunden. Richtig, aber ich war jetzt bei der Infrastruktur, nicht bei den Autos. Das, ja. Guck dir die Straßen an, da wird nichts modernisiert. Ja, doch, aber nur in den Kommunen. Ja, aber doch nicht. Nicht auf Bundesstraßen. Ich wollte gerade sagen, noch nicht auf Bundesebene. Nee, ist ne? Ja richtig. Ich weiß halt. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist die Mentalität einfach der Deutschen. Warum läuft doch? Ja, never change the running system, sagtest du, und ich habe gesagt, runnt aber nicht. Ja. Mit 56k. Nee, das ist richtig. Ich finde das ja auch nicht gut. Ich will das ja auch gar nicht. Ich meine, ich bin ja Fan von Never Change Your Running System. Ja. Aber ich finde, man sieht ja auch, dass es woanders geht. Ja. Man sieht ja auch, dass es sowohl von der Abdeckung her als auch von der Geschwindigkeit besser sein kann. Ja. Aber solange wie die Leute sich da einfach sich mit zufrieden geben und auch leider Gottes, ne, ich bin der Letzte, der, sag ich mal, so ein bisschen gegen das einfache Volk tritt, in Anführungszeichen. Aber leider Gottes ist das einfach zu viel Desinteresse von der Bevölkerung her. Und da könnten wir jetzt wieder den Schwung ziehen zu diesem Okay-Boomer-Thema, was wir vor ein paar Wochen hatten. Ja, gut. Was bringt das denn, wenn man da auf Leute hört, die da nichts mit anfangen können, wollen oder müssen? Ja, ich glaube halt auch, dass, wenn wir jetzt einfach mal gucken, ne, also in Städten, Großstädten ist die Abdeckung passabel. Okay. Okay bis gut, je nachdem, in welche Großstadt wir gucken. Ich sag immer noch passabel, weil für gut ist einfach der internationale Vergleich am Arsch. Ich rede jetzt nur für Deutschland. Ja.
ohne den internationalen Vergleich. Reden wir einfach von unserer unserem schlechten Netz, aber der Abdeckung dahin mit dem, okay, was wir für Möglichkeiten haben. Dann ist das in Städten okay und in Großstädten gut. Ne? Rede weiter, so. Ich möchte da nichts zu sagen. Viele oder die meisten unserer Generation leben eben in Städten und Großstädten. Ja. Es leben nicht so viele prozentual gesehen auf Dörfern. Die sagen aber auch hier, ich kann deswegen nicht sind und das so auch weiter. Dörfer. Ja, aber ne, da leben eben nicht so viele und man kriegt es ja manchmal mit, dass die dann sagen, okay, das kann so nicht funktionieren. Wir brauchen hier im Dorf Internet ja, oder sonst irgendwas. Ja, du kannst ja ohne eine vernünftige Internetleitung kannst du ja noch nicht mal einen landwirtschaftlichen Betrieb führen heutzutage. Richtig, aber es sind nicht genug. Weil das ist dann halt auch, man muss da dann einfach zusammenhalten als Generation und die Leute aus der Stadt müssen dann auch sagen, hey, ja, Leute, auf dem Dorf, helft denen doch mal. Aber die meisten denken sich, ich wohne in der Stadt, ist mir doch scheißegal, hier geht. Das ist richtig. So, da aber ist auch der Zusammenhalt der Generation nicht gegeben, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Weil sonst würde eventuell was passieren. Nein, würde nicht. Weil da immer noch eine Lobby hintersteht, die dann einfach sagt, so von wegen, naja, wir können halt immer noch verkaufen und wir machen da immer noch riesen Umsätze mit. Ja, das Geile ist, die werben mit 5G. 5G-Ausbau, yay! 4G ist noch nicht mal komplett fertig. Ja, und 3G wollen sie schon wieder abschaffen, bevor es fertig war. Weil dann habe ich demnächst im Garten gar nichts mehr. Doch, WLAN. Ja, aber nur, wenn ich den Router draußen hinhänge. Ja, aber ne? Ich sag mal, weil das ist ja die Krux. Aber dann hast du auch wieder so Schoten da sitzen, dass da Leute wirklich gegen 5G demonstrieren, weil sie sagen, ja, das hat Auswirkungen auf unsere Gesundheit und gehen dann nach Hause und wohnen unter einer Hochspannungsleitung. Ja, das ist halt die Auswirkung auf die Gesundheit von der Hochspannungsleitung, ne? Unter anderem, ja, nein, aber es wird ja alle, soll jetzt Glatteis, jetzt muss ich mich ganz vorsichtig äußern. Erst denken, dann reden. Ach, Schwachsinn, dafür mache ich keinen Podcast. Dann rede auch. Ja, lass mich doch mal eben formulieren, Mann. Ach komm, ein bisschen denken muss ich, weil versteht keiner. Ich kann halt jetzt hier auch auf Klingonisch zitieren. Mann, der war nicht fertig, der Typ. Also, Meinungsäußerung, ja. Freie Meinung, jeder zu jedem Thema, ja. Aber man sollte sich informieren, was ich selber auch nicht tue. aber ich sag mal dahingehend, Dialog und Diskussion gehen für mich Hand in Hand mit Meinungsäußerung. Und auch mal, ja. Auch mal, ich sag mal, was man ja bei vielen Leuten hat, die gerade gegen ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, Impfgegner. Ja. Ne? Meiner Meinung nach richten diese Leute sehr, sehr viel Schaden an. Ja. Wobei ich sagen muss, stimmt, es wurde jetzt auch darüber deportiert. Hallo? Apportieren. Okay. Apportiert. Debattiert war das Wort, was ich gesucht habe. Okay. Es wurde viel darüber, dass Impfgegner ja ein böses Wort ist und dass die Leute ja nicht mehr Impfgegner genannt werden sollen. Wo ich mir gedacht habe, warum nicht? Was dann? Also. Ja. Eben, was dann? Pro Seuche? So pro Krankheit? Solche Befürworter. Ja, genau. Finde ich schlimmer als Impfgegner, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber das ist doch, da können wir jetzt schon. Lass mich dann eben zusammenfassen, was ich eigentlich nicht sagen wollte, aber sagen muss. Die Tatsache, dass man sich alles zu Herzen nehmen sollte, was das Volk von sich gibt, ja, keine Frage, aber dass man auch, ich sag mal, in vielerlei Hinsicht Kompromisse machen muss, um Sachen voranzutreiben. Ja, man sollte auf das Volk hören, man kann es nicht allen recht machen, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ne? Dann, das geht einfach nicht. Ende. Ende, richtig. Jetzt fiel mir gerade ein zum Thema so, die darf man ja jetzt nicht mehr oder sollte man jetzt nicht mehr Impfgegner nennen. Wie soll man die denn dann nennen? Das verstehe ich halt teilweise auch nicht. Weil Deutschland versucht es irgendwie allen recht zu machen, ja, außer der eigenen Bevölkerung. Das ist richtig. So, weil
Und jetzt bitte Obacht und mir nicht die Wörter im Mund umdrehen. Doch, ich bin der Erste, komm mal raus. Ich klatsch dich durchs Fenster. St. Martin. Oha. Ja, warte, anschnallen. Ich war damals im Kindergarten, Grundschule, auf dem St. Martinszug. Mit der Laterne, schön. Das war 3 Monate her, ja. Genau. Das heißt jetzt Lichterfest. Ja, ist doch schön. Spricht nichts gegen, richtig, dazu sagen, das heißt Lichterfest. Aber warum heißt das jetzt Lichterfest? Damit sich die anders religiösen, ja, Kulturen, mhm, nicht benachteiligt fühlen. Ja. Okay. Kurzer Einwurf meinerseits. Ich gehe immer noch davon aus, das ist denen scheißegal. Richtig. Ich kenne Leute, die sagen, warum heißt das nicht weiterhin St. Martin? Die eben nicht Christen sind. Ja. Ja. Wo wir auch sagen, verstehe ich nicht. Ich würde, mhm, unsere, wo die dann sagt, mein Heimatland würde das auch nicht umbenennen. Nur weil ihr bei uns einmarschiert, so ungefähr. Das wäre scheißegal. Zitat. Okay. Ja, okay. Okay. Alter. Das wär den scheißegal, ne? Ja. Weil das ist nun mal Religion. Mhm. Und ja, wenn einer da hinkommt, wo eine andere Religion ist, dann heißen die Sachen dann nun mal so. Ja, ne? Natürlich. Ich kann natürlich verstehen, wenn man sagt, okay, wir möchten es verallgemeinern, dass sich keiner angegriffen fühlt und so weiter, dass man so eine Toleranz da aufbaut, aber die Toleranz muss halt auch von anderen kommen. Meine Meinung. Kennst du die Definition von Toleranz? Ist ja kein Angriff. Toleranz ist einfach nur etwas zu dulden. Ja, richtig. Ne? Genau. So. Ich rede auch nicht von Akzeptanz, sondern nein, von Toleranz. Nein, ich rede aber davon, dass ich Toleranz scheiße finde. Es gibt vieles, was ich... Von der Grunddefinition her. Ja. Weil, wenn ich etwas toleriere, ist es mir egal. Ja, richtig. Ne? So. Ich versuche aber, mein Umfeld zu respektieren. Also nicht nur zu sagen, okay, lass mich ausreden. Das ist jetzt nicht so nur einfach so, ja, ist halt so, sondern einfach vielleicht auch ein bisschen Interesse dafür zu zeigen und vielleicht auch versuchen, denjenigen nachzuvollziehen und selbst wenn ich es nicht nachvollziehen kann, sagen zu können, okay, meine Meinung ist so und so, deine Meinung ist so und so, können wir da einen Konsens finden, können wir uns da irgendwie einigen. So. Darf ich kurz? Ja. Was du meinst, ist aber Akzeptanz. Akzeptanz ist aber mit dem positiven Aspekt. Naja, wenn ich etwas toleriere, können wir uns darauf einigen, dann ist es mir, kann man es so auslegen, als wäre es mir egal. Ja. Das ist so, ich nehme das hin, fertig. Ja. So. Wenn ich etwas akzeptiere. Aber dann beschäftige ich mich auch nicht weiter damit. Und dann rege ich mich auch nicht darüber auf. Weiter. So, ich kann jemanden respektieren, ja, und gleichzeitig aber auch tolerieren. In meiner Welt nicht. Doch, weil ich kann dich ja als... Sag doch nicht doch! Du hast doch in meiner Welt gar keinen Zugang. Ja, Entschuldigung. Ja, das doch ist, ne, also das ist für meine Definition der Dinge. Ja. Ne, wenn ich etwas toleriere, ja, dann nehme ich das hin, Punkt. Wenn ich jemanden respektiere, dann ist das, dann nehme ich ihn, ich weiß nicht, ich respektiere irgendwen als Mitglied der Gesellschaft, mhm, und toleriere seine Meinung. Ansichten. So. Wenn ich akzeptiere, gehe ich mit seinen Ansichten konform. Mhm. So. Weil ich muss nichts akzeptieren. Ja, sowieso nicht. Ne? Man muss mehr tolerieren, finde ich. Aber ne, also akzeptieren, wenn ich etwas akzeptiere, dann gehe ich damit konform. So, so ist die Definition. Deswegen, also ich respektieren passt da für mich irgendwie aber nicht rein. Was ist dann für dich etwas gleichzeitig zu tolerieren, aber nicht zu akzeptieren? Also ich kann nicht beides. Also ich kann es entweder tolerieren oder akzeptieren. Nein. Doch. Nein, tolerieren ist doch einfach nur diese Gleichgültigkeit. Das Thema interessiert mich nicht. Das Thema, was mache ich denn aber, wenn mich das Thema interessiert, ich aber anderer Meinung bin und ich nicht mit der Meinung von dem anderen konform gehe? Laut deiner Definition. Dann toleriere ich seine Meinung.
Oder seine nein, Definition. Nein, doch. Nein, weil laut Toleranz geht mir das ja dann am Arsch vorbei. Es geht mir aber nicht am Arsch vorbei. Aber ich bin trotzdem nicht positiv dazu eingestellt. Ja, du. Okay, pass auf. Wenn du anderer Meinung bist als ich. Ja. Dann. Wie ich? Als ich? Als wie ich? Als. Wenn du anderer Meinung bist als ich. Okay. So steht's im Duden. Das ist grammatikalisch korrekt. Richtlinien. Nimmt der noch auf? Ja, nimmt er. Boah, jetzt muss ich mich erstmal kurz sammeln. Schön schwindelig gequatscht. So, wenn ich sage, die Wand ist weiß und du sagst, die Wand ist grau, dann sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich kann dich ja trotzdem, an sich kann ich dich respektieren. Aha. So, auch wenn du anderer Meinung bist als ich. Aha. So, ich kann deine Aussage nicht akzeptieren, weil ich anderer Meinung bin. Ich kann aber, wenn ich mich mit dir unterhalten, ausgetauscht, diskutiert habe, kann ich sagen, okay, ich toleriere deine Meinung, weil deine Wahrnehmung sagt, das ist grau. Mhm. Dann toleriere ich deine das Meinung, bin aber anderer Meinung. Altweiß. Ne? Ja, es war einfach nur ein simples Beispiel. Ja, klar. Ich kann deine Meinung tolerieren und anderer Meinung sein. Das geht. Mhm. So verstehe ich das. So, zurück zum Lichterfest. Ja. Meiner Meinung nach ist es mir scheißegal, wie sie den Kack nennen. Ja. Von mir aus auch Fackelmarsch oder Laternenumzug oder, ne? Ja, klar. Können sie von mir aus nennen, wie sie wollen. So. Mal ganz davon abgesehen, dass ich glaube, so ziemlich fast 100% aller christlich-gebräuchlichen Feiern und Feiertage sowieso anderen Ursprungs sind und assimiliert wurden. Ja. Gibt vieles, was einfach woanders anders heißt. Das ist aber auch ein Thema für eine eigene Folge. Ja, ja, genau. Und meine religiösen oder nicht religiösen Ansichten gehören ja auch nicht hin. Ich habe keine. Doch, auch du hast welche. Ist das so? Ja. Bist du dir sicher? Ja, bin ich mir sicher. Okay. Selbst wenn du sagst, dass dich das nicht interessiert, ist das immer noch eine Ansicht dahingehend. Weil sobald du das begründest, hast du die Ansicht. Ja, ist ja Wenn du, meiner Meinung nach, sind gerade solche Themen, solches Futter für Diskussionen, wo wir auch schon mal eine Folge drüber hatten, gerade was so Hetzreden und so weiter angeht. Ja. Zum einen, meiner Meinung nach, Mittel der Ablenkung. Weil wenn man so eine Schlagzeile raushaut, kannst du locker davon ausgehen, dass sich da alle möglichen Rechten, Linken oder sonst irgendwelchen, ich sag jetzt einfach mal, extremen Spinner drauf stürzen. Ja, klar. Und ihren Meinungssaft da absondern. Ja. Und viele, viele Sachen aus dem Blick verlieren. Ich meine, wenn ich das Ganze noch richtig im Kopf habe mit der Geschichte, und wenn wir jetzt uns auf St. Martin spezialisieren, da ist ein Typ auf dem Pferd, der teilt seinen Mantel mit einem Bettler. Coole Geschichte. Sollte man Kindern näher bringen. Auf jeden Fall. Wie ich das Ganze da nenne, ist doch total egal. Und ob das christlich Ursprungs ist, muslimischen Ursprungs ist, buddhistisch, hinduistisch, dafür schafft es keine Religion der Welt, ihren eigenen Grundsätzen gerecht zu werden, meiner Meinung nach. Mhm. Und dementsprechend lass den Kiddies ist das doch pupfuss. Natürlich ist das gerade ist, um die es geht. Wenn dann die Blagen haben Spaß, die haben ihre Laterne gebastelt in der Schule, im Kindergarten, die haben mit Mutti Fatti zu Hause gesessen, haben den Stock da installiert und dürfen abends, wenn dunkel ist, dürfen sie nochmal spät raus mit Tralafitti durch die Stadt und kriegen am Ende noch eine Brezel. Richtig. Oder einen Stubenkerl. Und waren mal nah am Pferd dran und konnten mal sehen, wie die Polizei versucht, den Verkehr zu regeln. Ja. Und das ist doch. Welche Geschichte dahinter steht, sich da irgendwie auf Traditionen versteifen zu wollen und nein, das war schon immer St. Martin und ja, und wenn der Typ in deiner Jugend Käsejub gehießen hätte, wäre für dich Käsejub gewesen. Ja, klar. Und das ist dieselbe Diskussion, die ich jetzt mit einem, wenn ich einen Kölner und einen Mainzer irgendwo in den Raum stelle und sage, was ist denn mal mit Fasching? Ja, ne, ich bin ja voll bei dir, dass du das Kind nennen kannst, wie du willst. Richtig. So. Jetzt ist es aber so, was ich mitgekriegt habe. Ich habe selber keine Kinder, deswegen kann ich da nicht aus persönlichen. Warte kurz. Um die Brücke zu schlagen zu deiner Anfangsaussage einfach. Ich finde es genauso sinnfrei, da unbedingt was
umändern zu wollen, um irgendein, ich nehme jetzt einfach mal die Wortwahl, um irgendwelche Leute mit Migräne-Hintergrund zu tolerieren oder denen zu zeigen, hey, wir ändern das jetzt nur für euch, finde ich schwachsinnig, weil, wie du ja gerade selber gesagt hast, die Leute interessiert das genauso wenig. Genau. Meiner Meinung auch. Und wie gesagt, ja, gerade die, um die geht dabei, die Kids, die interessiert das nicht. Nee. Und genauso von der anderen Seite auch her, warum? Was soll das? Ja, eben. Weder die Änderung noch sich über diese Änderung dann aufzuregen, ist ja für mich vollkommen sinnfrei. Ich finde es halt, ne, es müsste eigentlich so sein, wie es ist, ne, sag ich mal. Weiß ich, Kindergarten sagt so, St. Martins Umzug. Jeder, der sagt, ich finde das aber scheiße, der nimmt halt nicht dran teil. Ja, und so. ich sag mal, selbst jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn ne, diese ganze Änderungsgeschichte mal außen vor. So, wenn die ich sag mal, Erzieher oder Lehrer oder sonst irgendwas dann da stehen und sagen, so, nächste Woche ist dann Martins Umzug und Klein Mehmet steht dann da und sagt, kenne ich nicht. Weißt du? Ja. So, ja, St. Martin, ne, oder was weiß ich, Käsejub. Ja. Der Typ auf seinem Dings, auf seinem Gockel, hätte ich mal gesagt, auf seinem Gaul, hat mit seinem Mantel mit einem Bettler geteilt und dem zu Ehren mehr oder weniger oder um dem zu gedenken oder um diese Geste, ja, ne, weil das ist ja, worum es geht, ist doch scheißegal, wer der Typ hieß, um diese Geste so ein bisschen zu zelebrieren und allen nochmal so ins Gedächtnis zu rufen und so ein bisschen zu feiern. Ziehen die Blagen, wir basteln Laternen, gehen damit um Häuser und die Eltern können auch mit und die Eltern hauen sich den Glühpunsch dann rein, die Kinder kriegen noch einen Weckmann und alles ist jut. Yes. Ist doch keiner dabei, der jetzt gezwungen wird, Schweinefleisch zu essen. Richtig. Richtig. So, ja. Ende der Geschichte. Ja. Und ich glaube nicht. Also da muss ich jetzt einfach mal, da kann ich jetzt auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, die Muslime, Juden, Nicht-Christen, ich hasse dieses Wort. Ja, das ist ein scheiß Wort. Nicht-Christen in meinem Bekannten- und Freundeskreis und so weiter, ich glaube nicht, dass da irgendeine Familie ist, die sagen, nee, das ist christlicher Feiertag, da machen wir nicht mit. Also ich kenne halt... Weil ich möchte nicht der Elternteil sein, der dann da steht und seinem Kind erklären muss, warum man diese Geste nicht zelebrieren darf oder diese Geste nicht feiern darf. Ja, also ich kann da zum Beispiel aus, ein alter Arbeitskollege ist Türke und sagt, er hat Weihnachten nie gefeiert. Ja. Weil gibt's in seinem Glauben nicht. So, okay. Er ist mit einer Polin verheiratet, die streng katholisch erzogen wurde. Die feiert richtig Weihnachten, so ungefähr. Ja. Ne? Wenn die Weihnachten feiern, dann richtig. Die haben dann einfach gesagt, okay, die haben nämlich einen Sohn und vorher war es halt so, seine Frau ist zu ihrer Familie Weihnachten gefeiert und er ist zu Hause geblieben. Ja. Die haben gesagt, okay, es ist dein Ding, das ist mein Ding. Jetzt feiern sie Weihnachten zusammen mit ihrem Sohn. Ja. Weil die sagen, hey, das ist Familie. Ist so, das ist Familie, das ist eine Festlichkeit, das machen wir. Ne? Finde ich voll okay. Ne? Die hätten auch weiter sagen können, oder er hätte weiter sagen können, will ich nicht. Aber er sagt, ne, meinem Kind zuliebe oder so, ne, weil. Richtig. Das Kind soll sich halt seine eigene Meinung bilden, soll aber auch über alles Bescheid wissen. Ja, finde ich auch richtig so. Neben, dass es nicht dann vorkommt, dass er in der Schule sitzt oder so, Weihnachten, was ist das denn? Ne? So. Ja. Also. Wie gesagt, das war jetzt, wie wir darauf gekommen sind, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ist auch total egal. Ne? Wir waren irgendwo bei der Bundesnetzagentur. Anfangs. Ja, aber ich finde das gar nicht mal schlecht, dass wir da einfach mal so ein bisschen drüber reden können. Ja. Weil selbst ohne unseren Grundsatz dazu verletzen, da allgemein zu politisch zu werden, wie gesagt, ich glaube, dass ich weiß wieder, wie wir die Brücke geschlagen haben, dass sich viele Leute über zu viel Kleinscheiß einfach aufregen. Ja, stimmt. Ne? Ja, und irgendwie so. Ich bin einfach der Meinung, dass man da in vielerlei Hinsicht einfach mal, gerade auch was kulturelle Unterschiede angeht, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, Religion an sich finde ich kacke, ja. Den Glauben an sich muss jeder für sich selber vereinbaren. Einfach nur, weil ich glaube, Religion als
Leitfaden für gesellschaftliches Miteinander, gerade so, ich sag mal, Grundsätze der katholischen Kirche, angebliche Grundsätze der katholischen Kirche, was Nächstenliebe und so weiter angeht, finde ich gut, ja. Jesus als Actionfigur finde ich auch großartig, als Geschichte, so wie sie ist, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Genauso, ja, ich habe mich auch mal mit dem Koran beschäftigt, ich habe mich auch mit der Tora beschäftigt und da geht's genauso. Es sind einfach Leitfäden aus einer vergangenen Zeit, ja, um gesellschaftlich miteinander umgehen zu können. Genau. So, und als das gesehen, top, keine ja. Frage. Ja, ne? Sind gute Bücher. Ja, so ein Top-Fantasy-Buch. Mal. Ich warte auch auf den zweiten Teil. Da so einen Affen draus zu machen, ja, um sich da auf irgendwelche Traditionen, ich hasse einfach diesen Ausdruck. Und sowohl im technischen Bereich, nochmal jetzt um auf das eigentliche Thema, um auf die Bundesnetzagentur, um auf diesen Stillstand in der technischen Entwicklung, in vielen Sachen der Infrastruktur oder auch in Deutschland hinzukommen, als auch in Religion, einfach diesen Satz, das haben wir immer so gemacht. Ja, das hat auch schon nie funktioniert. Ja, nein, das will ich ja noch nicht mal sagen. Es gibt viele Sachen, die funktioniert haben, es gibt auch viele Sachen, die immer noch funktioniert, die funktionieren. Aber der Satz, der ja meistens dann, ich sag mal, 3-4 Sätze später in einem Gespräch kommt, ist ja dann, früher war alles besser. Das ist ja Schwachsinn. Ja, das eine kann mit dem anderen auch nicht funktionieren. Ja. Ne? Früher war alles besser, ist Schwachsinn, und neu ist immer besser, ist Schwachsinn. Du musst den Mittelweg finden. Du musst nicht alles neu machen, richtig, aber du musst es mit Sachen neu machen, die einfach... vernünftigen Blick einfach vorangehen. Ja. Kurze Frage am Rande. A, was sagt die Uhr? B, nimmt der noch auf? Der nimmt noch auf, 45 Minuten. Ja, was ich sagen wollte, ist, ne, hier so von wegen, neu ist immer besser, ist Schwachsinn, und früher war alles besser, ist Schwachsinn. Wenn wir jetzt einfach sagen, scheiß auf 5G, wir machen 4G jetzt erstmal fertig, dann wäre das schon mal eine gute Nummer. Ja, richtig, richtig. Ne? Dann würden wir zwar immer noch nicht auf Stand der Technik sein, aber wir hätten mal einen Technikfortschritt komplett abgeschlossen. Richtig, und ich glaube, dass das, wie du gerade sagtest, dass das definitiv ein Fortschritt wäre. Und aufgrund der Tatsache, dass es vielleicht jetzt nicht im internationalen Vergleich Nonplusultra wäre, auch dementsprechend da benutzerfreundlichere Preise zu gestalten. Genau. Ne? Ja. Und selbst wenn dann sich einer so einen 5G-Mast auf Dach stellen will, weil er unbedingt 5G haben will, dann soll er das tun. Dann soll er das tun, genau. Richtig. So. Ich kann nicht bei den Großen mitspielen, wenn ich mir selber noch nicht mal die Schuhe zubinden kann. Ja. Deswegen halt auch die Sache, ne? Wir müssen nicht in den Städten ausbauen, um da noch schnelleres Internet zu kriegen, sondern wir müssen einfach mal ganz Deutschland auf den Stand kriegen, was nicht 56K ist. Ja, und vor allem ganz Deutschland auf den Stand kriegen, dass die überhaupt mal Internet haben. Ja, ne? Also ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, wo ich sage, na, das ist so eine Verbindungsgeschwindigkeit, mit der man derzeit auf jeden Fall klarkommt. Und das sind 50 Mbit. Privat oder? Privat. Ja, privat, 50 Mbit. 50 Mbit, da kommst du auf jeden Fall locker mit hin. Ja. Ne? Genau. Also, ich sag mal, wenn man es drastisch reduziert, würden auch 16 Mbit reichen. Aber wenn jeder in Deutschland, jeder Haushalt 50 Mbit kriegen würde, wäre das ein massiver Fortschritt. Ja. Für Deutschland. Nicht im Stand der Technik, aber für Deutschland ein massiver, richtig, Fortschritt. Also machen wir dann doch noch mal kurz ein politisches Häkchen. Kropzeug fordert 50 MB für jeden Haushalt. Richtig. Ja. Finde ich gut. Ja, ne, also. Ja. Das ist schön, wir haben uns ja doch noch verquatscht. Ne? Trotz des holprigen Anfangs und dem Fehltritt der Technik. Schade. Also gerade Thema Container hatten wir schöner ausgeführt in der ersten Runde. Ja, das stimmt. Vielleicht machen wir dann nochmal einen zweiten Teil mit ein bisschen mehr Information und ein bisschen mehr Motivation dann im Nachhinein. Mein Mikro geht schon wieder Richtung Sack. Ja. Ja, so. Das wollen die Leute nicht hören. Nee, was? Dein Sack. Nö, nee, kriegen die auch nicht zu hören. Beste Freunde fassen. Ist egal. Oh, oh. Der Ohrwurm der Woche. Ja. Weißt du, was ich noch loswerden muss? Nicht furzen. Nein. Nicht furzen. Nein. Du willst was loswerden. Was meinst du los? Uns fehlen immer noch Likes. Das ist richtig. Immer noch 9 Stück. 9 Likes. 9 Likes. Da hat sich keiner getraut, mit dem Passwort von seinem Ex-Partner sich bei Facebook einzuloggen und da mal auf ein Gefällt mir zu drücken. Nein. Leute, die ihr das hört, und ich glaube, auf Anhieb fallen mir 5 Leute ein, die definitiv regelmäßig gehört haben. Laut unseren Statistiken sind es mehr. Ja.
Ja, ich rede von regelmäßig. Ne? Alle, ja, laut unseren Statistiken. Einmal alle halbe Jahre ist auch regelmäßig. Ich weiß, regelmäßig heißt nicht häufig, aber nee, mach doch mal ein bisschen Werbung. Ich weiß, wir müssen auch mehr tun. Ich habe Social Media voll motiviert angefangen und das Ganze ist wieder komplett eingeschlafen. Ja, es ist für mich, also was Social Media angeht, ich habe es halt noch nie so auch Instagram gerade nicht genutzt, so regelmäßig, sag ich mal. Oder, richtig. Ne? Und das ist ja jetzt, Kropzer, ist ja jetzt auch in einer Phase bei mir entstanden, wo ich gerade so ein bisschen von dem ganzen Facebook-Instagram-Scheiß lossagen wollte. Und das war jetzt so ein bisschen im Content. Wie gesagt, wir sind da auf dem Weg der Besserung, wir geloben Besserung und T-Shirt-Design habe ich auch immer noch nicht rausgegeben. Nein, hast aber du nicht. Ich arbeite, ich mache das jetzt gleich fertig. Heute habe ich Zeit, ich mache das jetzt gleich fertig. Ich lasse mir da was einfallen. Bin ja noch ein bisschen hier. Boah. Kein Zuhause. Ja, doch, aber da ist ja keiner. Kennen mich auch alle. Fahr ich halt nach Hause, mach ich das alleine, sitzt du hier mit dem Arsch alleine. Okay, wenigstens zocken. Ganz auch so, wenn ich hier dabei neben sitze. Ja, ob du jetzt am Miet machst bei dem Design oder nicht, soll ja schön werden. In dem Sinne, Leute, ich mache die nächste Folge, glaube ich, alleine. Das hat der letzte Mal schon angedroht, der zieht das eh nicht durch. Nee, machst du nicht. Okay. Zicke. Du kennst meinen Zweitkanal nicht, ne? Den kennt keiner, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Hast du eine Ahnung? Ja, habe ich. So, ja, in diesem Sinne, viel geredet, nichts gesagt, doppelt gemoppelt. Doppelt gemoppelt hält besser, alle guten Dinge sind drei, wir haben viel gesagt. Wir haben ganz viel gesagt. Wir haben ganz viel gesagt. Nee, wir haben ganz viel geredet. Nee, wir haben auch viel gesagt, finde ich. Okay. Diesmal haben wir doch auch... Nein, mach mir die Catchphrase nicht kaputt. Die hat lang genug gedauert, bis ich die endlich hatte. Ganze drei Folgen. Viel geredet, nichts gesagt. Ja. So, jetzt zufrieden. Einen schönen zweiten Advent. Genau. Für die Leute, die das Ding am Sonntag hören. Mach die zweite Kerze an. Ja. Aber nicht vergessen auszumachen. Nee, ordentlich pusten. Richtig. Nicht zu feste, sonst geht Wachsflecken. Die kriegst du übrigens gut raus mit dem Bügeleisen und dem Löschblatt. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon versucht. Also nicht. Du musst dein Bügeleisen auch anmachen. Versucht. Ich habe kein Bügeleisen. Das wurde versucht. Warum hast du kein Bügeleisen? Weil ich nicht bügel. Ich bin so faul, dass ich mir sogar bügelfreie Hemden kaufe. Ich dachte immer, bügelfrei heißt, du hast keinen Kleiderbügel. Das ist egal. Ja, gut. Schönen Sonntag noch. Ja, tschüss.